Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shadia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShadiaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich Kunden gewinnen und ihre Expertise im Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit Susanne Keck. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo, Shadia. Hi. Also, Susanne ist eine super liebe Kundin von mir und in dem heutigen Video geht es um eine Kundenstimme. Das wollen wir ja nicht verbergen, darum geht's. Wir tun zurückblicken über die letzte Zeit, wo wir gemeinsam zusammengearbeitet haben. Und ich beginne immer gerne mit der Frage, Susanne, sag den Leuten bitte, wer du bist, wo du lebst und was du tust in deinem Business. Also mein Name ist Susanne Keck, ich bin Diplompsychologin und lebe in München und betreibe das Geschäft Raus aus der Krise, rein ins Leben und helfe Menschen, die in akuten oder chronischen Krisen sind, ihre Hoffnungslosigkeit zu überwinden und ihre Krise als Chance zu Wachstum und Veränderung zu nutzen, also als Sprungbrett in ein erfüllteres Leben. Ja, super schön, super schön. Und Susanne, so leicht es dir jetzt von den Lippen fällt, das alles einfach so auszusprechen, das war nicht immer so. Nämlich, als du zu mir gekommen bist in dem ersten Kennenlerngespräch, warst du meiner Erinnerung nach auf der Suche nach deinem, also was deins ist. Und vielleicht erzählst du den Zuschauern und Zuhörerinnen da draußen, wo du am Anfang gestanden bist, was deine Ausgangssituation war. Gott, das ist schon so anders jetzt. Ne? Also damals war das so, dass ich mich sehr stark, auch wenn ich an meine alte Homepage denke, sehr stark so hinter Methoden versteckt habe ein bisschen. Also die systemische Therapieausbildung, The Work of Byron Katie mache ich ja. Das ist auch eine Methode, die viele Leute interessiert. Aber ich habe einfach, da stand nicht ich im Vordergrund eigentlich, sondern die Methoden. Und ich hatte damals wahnsinnige Angst, mich in den Vordergrund zu stellen, weil ich wirklich dachte, wenn ich das nicht mehr in den Vordergrund stelle und sage, ich mache The Work of Byron Katie, ich bin systemische Therapeutin, dann interessieren sich die Leute nicht für mich. Also ich habe da gar nicht so, und ich habe gemerkt, aber das muss ich machen. Ja. Also das wäre der nächste Schritt, mich zu verkaufen, mich in den Vordergrund zu stellen und nicht die Methode. Aber ich hatte da richtig Angst. Ja, was war die Angst, Susanne? Was hat dich da zurückgehalten oder was hast du befürchtet? Kannst du dich erinnern? Ja, dass sich keiner für mich interessiert. Kein Schwein, ruf mich an. Ja, also dass die Leute sich für Methoden interessieren, was ich jetzt auch im Nachhinein auch sehe. Ich meine, ich interessiere mich auch nicht in erster Linie für eine Methode. Also ich interessiere, aber ich möchte ja den Menschen. Ich möchte wissen, ist es der Mensch, der mich da abholt, wo ich gerade stehe, in all meiner Verzweiflung oder was es halt auch immer ist. Und die Methode, die kommt dann vielleicht nachrangig. Ich hatte einfach wirklich, also ich glaube, das ist so eine ganz große Angst, die man da überwinden muss, und so eine Hürde, sich zu zeigen. Ja. Also das ist ja das, was wir tun, ist wir gerade im Online-Business. Ja, wir gehen raus und zeigen uns, Und Leute interessieren sich, also in meiner Erfahrung wenig für, ich mache das und das, sondern die wollen was über dich wissen. Ja, absolut. Ja, und ich kann mich erinnern, vielleicht kannst du dich auch erinnern, Susanne, wenn wir richtig weit zurückblicken, weil das ist fast über ein Jahr her. Und da, was du gesagt hast zu mir war, okay, ich bin schon eine Weile schon selbstständig auf dem Markt. Du warst ja auch gut gebucht für Workshops, Trainings und Seminare. Und du hast, glaube ich, irgendwo in deinem ersten Bogen, den du ausgefüllt hast, geschrieben, du bist immer irgendwo reingekommen als Teil eines Teams, als Teil einer Gruppe oder einer Kooperation. Und auch diese Idee, ja, aber ich müsste mich eigentlich da rauskriegen, etwas Eigenes machen. Vielleicht verlierst du ein paar Wörter auch noch dazu. Ja.
Also das Schicksal hat das im Grunde für mich entschieden, aber das war so deutlich, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte, dass die Teams oder Kooperationen, also denen ich mich als Selbstständige angeschlossen habe, es ist immer an irgendwas gescheitert und nie am Persönlichen. Also das war nie, dass wir uns zerstritten hätten. Und das Letzte war eben dann 2015, wo ich in ein wunderbares Team gekommen bin. Da ging es auch viel um The Work und ganz liebe Freunde. Und es hat aber wirtschaftlich überhaupt nicht funktioniert, bis wir uns dann wieder in voller Liebe wieder getrennt haben, zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Und das war so der letzte, wo ich mir gedacht habe, was will mir das Schicksal sagen? Ja, also wenn ich mit den besten, liebsten Menschen das einfach mir zeigt, du, aber das ist nicht dein Weg. Dein Weg ist es, allein offensichtlich allein was auf die Beine zu stellen. Und ich hatte einfach diesen Glaubenssatz, ich kann es nicht allein. Ja, genau. Ich kann mich sehr gut erinnern. Und das war wirklich eine riesige Hürde für dich. Und vielleicht erzählst du ein bisschen darüber, was hat dich dazu bewegt, auf die Suche zu gehen nach einer Person, die dich begleitet, auf diesen Sprung von der Gruppe, von diesem methodischen Ansatz hin zu, ich vermarkte mich selber auf dem Markt und gehe meine Endkunden selber an. Ja, das war eigentlich fast, ja, es war ja ich war an einem Punkt, wo es ja fast unvermeidlich war. Also durch diese Zeit in diesem menschlich so wunderbaren Team, das hat ja wirtschaftlich nicht funktioniert. Das heißt, mir ging es wirtschaftlich nicht gut. Und ich musste einfach vor mir selber anerkennen, dass als ich noch alleine war, ging es mir wirtschaftlich besser als in dem Team. Also das heißt, es war aber klar, also entweder muss ich jetzt die Selbstständigkeit aufgeben oder ich muss jetzt irgendwas machen, dass das wirtschaftlich wieder läuft. Und ich wollte, dass das funktioniert. Ich wollte es nicht aufgeben. Und dann war klar, ich brauche jetzt Hilfe. Ich war immer schon sehr technikaffin, sehr online-affin, habe immer meine Webseiten selber gebastelt. Ich wusste, dass ich was online machen will. Also das war eigentlich alles wie so, die Road war klar, nur ich wusste, ich brauche jemanden. Und dann habe ich halt so rumgeguckt, wie man halt so guckt. Mal bei ein bisschen gegoogelt und irgendwie bin ich dann halt, na, da waren so ein paar Leute, auf die ich dann gestoßen bin, die halt so was Ähnliches machen wie du, also dieses, wie du dein Online-Business aufsetzt und wie du erfolgreich Webinare machst und wie du, keine Ahnung, die E-Mail-Liste aufbaust und so weiter und so fort. Und da, ja, es gibt ja ein paar. Ja, genau. Es gibt einige, Gott sei Dank, weil mittlerweile ich habe fast das Gefühl, it takes a village. Jeder hat so seine Spezialexpertise und einige Puzzleteile, die nicht jeder mitbringt. Und dann tun wir die zusammen, gell, und machen was Größeres daraus. Wie bist du diesen Weg gegangen? Weil viele fangen diesen Weg eben über die Google-Suche in Facebook-Gruppen und sie finden die Freebies, die Webinare, die Blogs und die vielen Online-Trainings. Wie bist du dann in den nächsten Schritt gekommen, wo du gesagt hast für dich, ja, das sollte eine 1:1-Begleitung sein oder eine Das tiefere wusste ich schon. Das wusste ich schon, dass ich eine 1:1-Begleitung haben will. Und ja, ich habe mir dann einige Leute angeschaut, also eben indem ich ihre Webseiten angeschaut habe und YouTube-Videos und die Freebies mir angeguckt habe und so. Aber wie genau, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich, wie ich auf dich gekommen bin. Also ich weiß nur, dass irgendwann irgendwas in Facebook, glaube ich, vielleicht hat es auch irgendwie, also dadurch, dass ich ja mehrere angeguckt habe, ich denke, irgendwann weiß Facebook ja auch, aha, die sucht irgendwie nach irgendwas Bestimmten und zeigt einem dann vielleicht auch mehr davon. Aber irgendwann bist auf jeden Fall du aufgetaucht. Und du warst die Einzige, mit der ich je ein Kennenlerngespräch ausgemacht habe. Also das war schon, irgendwie war das schon klar. Ich bin dann oft sehr schnell entschieden. Das Also wenn ich stimmt, das merke, bist du. das kann sehr lange zögern. Also das geht auch, aber wenn ich dann weiß, es ist es, dann mache ich auch nicht lange rum. Ja, genau. Und du hast auch nicht lange rumgemacht. Und das Bewundernswerte finde ich an der Situation. Und du hast es ja gerade selber geschildert. Du warst in einer wirtschaftlich nicht so tollen Lage nach dieser Kooperation. Und wiederum hast du einiges an Geld in die Hand genommen, investiert in ein Platin-Coaching sogar mit mir. Vielleicht erklärst du,
wie diese 9 Monate zusammen ausgesehen haben für dich. Also was war so die Entwicklung und die Erfahrungen, die du gemacht hast? Ich weiß, wir könnten wahrscheinlich so 3 Stunden damit spielen. Ja. Ja, der war wirklich von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Eine ganz aufregende Zeit mit allem. Ja? Ja. Also es war erstmal, war ich natürlich erstmal total. Also erstmal gibt einem das so einen riesen Aufschwung, wenn man weiß, jetzt geht's los. Und ich wusste, dass du die richtige Person bist. Ich wollte jemanden, der auch ein Gefühl für eine Tiefe hat. Mhm. Also ich wollte nicht nur jemanden, der mir jetzt einfach die Tools beibringt, sondern der einfach mich wirklich begleitet auf einer tiefen menschlichen Ebene. Und ich wusste, dass du da die richtige bist. Mhm. Also war ich natürlich erstmal total enthusiastisch. Mhm. Und als wir dann unseren ersten Halbtag zusammen hatten, da ging das ja so schnell auch mit der Zielgruppe und der Positionierung. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so aus mir rausgeholt. Ja. Das ging so schnell. Ich dachte, wow, das war da offensichtlich drin. Total, es war total in dir, ganz unter der Oberfläche. Das kam eigentlich raus. Ja. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute das immer schon zu mir gesagt haben, Susanne, du brauchst eine Zielgruppe, du kannst nicht immer mit so einem Bauchladen rumlaufen oder auch nicht dich immer nur durch Methoden definieren. Du musst sagen, dafür stehe ich. Und ich wusste das nie. Und das ging dann aber plötzlich mit dir, es war wahrscheinlich auch Zeit irgendwie, ne? Ja. Aber es ging dann plötzlich so leicht und dann war es da. Mhm. Ich mir dachte, klar, also ja. Eigentlich ist es so klar gewesen. Und dann war ich natürlich erstmal total begeistert und enthusiastisch und habe angefangen und es ging dann auch gut. Ja, und dann kamen natürlich auch die ersten Krisen. Ja, genau. Und das ist so normal, das ist so natürlich, weil ich meine, es ist wie eine Zwiebel, wo man Schicht für Schicht die ganzen Gefühle, Ängste, Sorgen, aber auch Glück und Euphorie, also alles, was drunter ist, man geht in diese Zeit wirklich da durch alle Gefühle, alle Gedanken, die diese auch verursachen, gell? Und es ist irgendwie so eine Balance die ganze Zeit zwischen Marketingstrategien kennenlernen und umsetzen und ausprobieren und Online-Technologien und gleichzeitig immer, man ist mit sich beschäftigt und es ist irgendwie ich glaube, du hast es mal gesagt, das ist eine wahnsinnige persönliche Wachstumsphase, die man parallel macht zu der Lernkurve, die man benötigt, um dieses ganze Online-Business und all die Sachen, die dazu gehören und sich vermarkten und Sichtbarkeit und all das, ja? Wie hast du das erlebt? Naja, es war eine unglaubliche Lernkurve. Also wo ich mir denke, das Frühjahr, da habe ich mich mit den ganzen Tools, dann muss man sich entscheiden, welchen Online-Terminkalender, da gibt es schon mal einen Haufen, dann welche Kursplattform, da gibt es einen Haufen, wie arbeiten die zusammen, ja, also welches E-Mail-Programm kann ich dann in die Kursplattform integrieren? Das klappt dann natürlich immer nicht. Also man hat so das Gefühl, man sucht immer nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ja. Also die alles perfekt zusammenpassen würde und die gibt es dann natürlich nie. Also das heißt, man kann sich da total verlieren auch drin in diesem ewigen Recherche nach, aber es gibt halt auch viel Anbieter, ne? Wenn man dann wirklich diese ganzen Tools haben will. Und das war so das eine, also die Technik, der Technik-Herr zu werden, dann die ganze Online-Marketing-Technik, wie mache ich eine Facebook-Anzeige, wie schreibe ich einen Blogartikel, wie integriere ich mein Freebie, wie mache ich mein Freebie, denn das hat ja auch Zeit gekostet, das aufzusetzen, diesen E-Mail-Kurs, den ich gemacht habe. Es war so unglaublich viel, aber parallel eben immer, das unterschätzt man, glaube ich. Und das ist auch ganz gut, dass man es am Anfang unterschätzt. Das kann man machen. Das ist wie Kinder kriegen, ja, wenn du das vorher wüsstest. Würdest du dich nie Sex haben wollen? Ja, dann würdest du sagen, nee, mache ich nicht. Aber dann ist es ja schon passiert. Also man ist schon schwanger, da kann man auch nichts mehr machen. Und dann muss man da halt durch mit diesen ganzen... ich habe es echt als teilweise wirklich... Also ich habe zu meinem Mann manchmal gesagt, ich komme mir vor, als müsste ich durch Beton warten.
ja. gerade anfängt, fest zu werden oder das Gefühl hast, du kämpfst teilweise gegen so viel Innere, das schaffe ich nie und ich kann das nicht und zu mir wird keiner kommen und wenn ich dann keine Ahnung, sichtbar werde, das wird eine totale Katastrophe und andere Leute schaffen das, aber ich nicht und ich bin viel zu langsam. Ist auch witzig, das sagen auch alle. Also, ja, ich komme nicht schnell genug voran, ich bin zu langsam. Voran, ich werde pleite sein, bevor ich überhaupt Erfolg habe und mir geht die Puste und die Ressourcen aus, bevor ich erfolgreich werde. Das ja, ja, genau. Ich könnte erfolgreich werden, wenn mir nicht vorher die Ressourcen ausgegangen wären. Genau. Ja, das kennt man. Ja, aber heute stehst du ganz woanders dort und du hast all diese Dinge errungen und geschafft und gemeistert. Vielleicht erzählst du ein bisschen von den vielen Resultaten. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist. Wir haben zwar schon ein Celebration Call gehabt, wo wir alle Gewinne angeschaut haben, aber was waren so die Dinge, die du geschafft hast in der Zeit? Also das lässt sich gar nicht. Ja, naja, ich habe mein E-Mail Freebie aufgesetzt. Ich habe meine Kursplattform. Ich habe meinen Kurs entwickelt oder bin noch. Also es ist mittlerweile ja ein sehr ausgiebiges Programm geworden. Also ich habe mich da sehr insofern ist es ja eine Nischenpositionierung. Es ist zwar keine Nische. Die Zielgruppe ist recht groß, aber nicht alle wollen sowas Langes. Intensives und das biete ich eben an, aber das kostet halt auch viel Zeit, das zu machen. Und das mache ich gerade. Also die ersten fangen schon an und ich mache on the go das Programm und ich lerne da die ganze Zeit so viel. Ich bin mittlerweile Profi in meinem E-Mail-Programm mit Landingpages, mit Freebies, mit Facebook-Ads, mit alles, ja, was mir vor einem Jahr so magisch vorkam, ja. Also wo du denkst, Gott im Himmel, wie die Leute das machen. Ja. Ja, und jetzt habe ich es halt gemacht. Ja, diese ganze Grundlage von deiner Positionierung, also das heißt die eigene innere Klarheit von wem arbeite ich zusammen, hin zu was mache ich mit ihnen genau, hin zu ja, die ganze Sachen im Außen, die Website, die neu entstanden ist. Das ist so viel. Unglaublich. Und also, du hast die ersten Teilnehmer an Bord. Du hast mir heute erzählt, dass du Leute so in Scharen jeden Tag dein Freebie herunterladen. Die ersten Kennenlerngespräche stehen an zu dem. Also es ist ein... Ich hätte das nie... Also das ist ja immer so, dass in den Zeiten, wo ich so gezweifelt habe. Und ich meine, mittlerweile ist es mir total klar, dass die dazugehören. Also das ist wie so das Feuer, durch das man gehen muss, sonst wird man einfach irgendwie offensichtlich nichts. Ja. Und ich habe gedacht, meine Facebook-Anzeigen wird keiner anschauen und mein Freebie wird keiner runterladen. Und so viele Leute schauen meine Facebook-Anzeigen an, dass ich mittlerweile das Tageslimit runtersetzen musste, sonst würde ich, ich meine eben, aber das ist ja eben so mit dem Trichter, den wir erarbeitet haben. Ich meine, das sind jetzt noch nicht alles Kunden, aber offensichtlich fallen ja schon mal ziemlich viele oben rein. Ja. Und dann müssen auch ein paar unten rauskommen. Also das ist ja überhaupt nicht, also wenn man das gut macht, ist es ja nicht zu vermeiden. Es ist nicht zu vermeiden, ja genau. Das ist dass irgendwann einer unten rauskommt. Also wo ich denke, das ist einfach, und ich habe gerade auch so das Gefühl, je klarer, was natürlich am Anfang total schwer war, wirklich so klar einfach für mich zu sprechen, das ist das, für was ich stehe. Und ich habe so das Gefühl, je mehr ich das mache, desto klarer wird auch zum Beispiel, über was schreibe ich in meinem Blog. Ja. Ich denke, das ist, je klarer man sich darüber wird, für was stehe ich und was für Menschen spreche ich an, da muss man sich dann nicht mehr so viel Gedanken machen, weil das ist ja natürlich auch das, um Gottes Willen, was soll ich denn da dann alle 2 Wochen schreiben? Ja? Und mittlerweile, ich habe so viele Ideen, das ist gar kein Problem, ja, weil es muss ja auch nicht allen gefallen. Ja, und es kommt auch irgendwie gewisserweise diese innere Routine, oder? Das ist einfach, du weißt, was ansteht, du weißt, wie dein Ongoing Marketing aussieht, du weißt, wie die Puzzleteile zusammenfügen und irgendwo mit dem Tun kommt
eben, wie du sagst, also die Routine rein und dann, wenn die Routine dort ist, wenn man sich nicht so sehr mit diesem Lernen ständig beschäftigt ist von neuen Dingen, dann hat man Platz und Speicher im Kopf, dass die Ideen reinputzen können für die anderen Sachen. Und wenn man auch weiß, wenn man klar vor einem hat, dann wird es klarer. Und dadurch, dass du auch die ersten Teilnehmer an Bord deines neuen Programms hast, du hast ja auch konkrete Menschen, wo du sagst, okay, was könnte Sarah meinetwegen brauchen oder Bob, ja, also man hat einfach diese Menschen einfach klar vor sich. Ja, und es wird alles kommen, also das ist halt einfach so, und wenn ich jetzt an die Zeiten denke, also ich denke, eben die Lernkurve ist so unglaublich groß, während man das alles aufsetzt und alles lernt. Aber man denkt natürlich oft dann, oder ich habe dann oft zu viel gedacht, eben an das Ergebnis, das ich haben will. Da müssen die Kunden kommen. Es geht halt nicht alles auf einmal. Also das, kein Mensch kann das schaffen, alles auf einmal zu machen. Nee, eben. Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Also wir haben vielleicht Leute, die heute zuschauen, und sie haben quasi die Reise entweder ganz vor sich, die du schon hinter dir hast, oder sie haben das schon in Teilen hinter sich gebracht, aber haben einiges noch vor sich. Was würdest du für einen Rat geben aus der heutigen Perspektive auf ihren weiteren Weg? Ja, ich meine, das ist ein frommer Wunsch so, ne? Aber einfach zu denken, dass die Selbstzweifel und diese Krisen, die man da haben kann, einfach dazugehören, dass das überhaupt nicht heißt, dass mit einem irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dran zu denken, dass man das wirklich unterschätzt, wie viel man da lernt. Ja. Und dass das einfach seine Zeit braucht. Und immer dieses Denken, ich bin noch nicht weit genug, ich bin noch nicht weit genug, das hindert einen oft eher. Ja. Und wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, es ist ja der Wahnsinn, was ich da alles gelernt und gemacht habe. Und es kommt dann wirklich, also es kommt dann einfach ganz automatisch, weißt du, jetzt ist das Nächste dran, da muss man sich gar nicht so pushen. Ja. Und ich habe wirklich mein ganz großer Durchbruch, also wir haben ja auch immer wieder gesprochen über auch so, wie strukturiere ich meinen Tag und wie mache ich, ja, weil Online-Marketing heißt ja auch, das ist ja nicht nur viel Inspiration, sondern das ist einfach auch viel Arbeit, also ganz faktisch einfach Arbeit, ja. Und ich hatte ja immer so dieses, wie strukturiere ich meinen Tag, wie mache ich mein Time-Planning und so. Und für mich war das Beste, also der Durchbruch, den hatte ich, als ich das alles gelassen habe. Ja. Ich mache überhaupt keinen Plan mehr. Ja, weil du kein Planmensch bist. Das warst du von Anfang an nicht. ich habe es nicht geglaubt. Das ist auch gut so. Und weißt du, wie viele Gespräche wir darüber gehabt haben? Es gibt solche Menschen wie ich, die lieben Pläne und Struktur. Und es ist leicht und super und hilfreich. Und andere Leute, die brauchen das gar nicht. Und wenn sie versuchen, sich reinzuzwängen in dem, dann bewirken sie unbewusst das Gegenteil. Nämlich, sie setzen sich völlig unter Druck und hindern sich. Es ist wie, wenn sie einen Keil in den Motor stellen, sozusagen. Und das hast du endgültig für dich gesehen. Ja, und das war auch ganz hart. Also wirklich so dieses, wirklich, da geht es ja darum, das wirklich das eigene zu finden. Ja. Nicht nur in der Positionierung, sondern auch in der Art zu arbeiten. Einfach überall, im ganzen Business. Gell? Ja, und die einen sagen, du brauchst das, und die anderen sagen, du brauchst das, und du sagst ja immer, deswegen mag ich dich ja auch so, find deins. Ja. Ich meine, natürlich ist es sehr verlockend, wenn einem jemand sagt, du musst es so machen und du musst es so machen, nur einfach zu sagen, ich unterstütze dich dabei, deins zu finden, ja, und dann kann ich dir auch sagen, wie es geht, aber zuerst mal müssen wir finden, ja, was dir passt. Was zu dir passt. Ja. Und ich habe mir das jetzt wirklich erlaubt, kurz vor den Weihnachtsferien, ich mache keine Listen mehr. Null. Ich habe keine To-Do-Liste. Seitdem arbeite ich mehr als zuvor. Ja. Das kann gut sein. Ja, das ist total verrückt. Ja, und Susanne, vielleicht haben wir welche da draußen, die denken darüber nach, mit mir zusammenzuarbeiten, sind kurz davor, irgendwie den Knopf zu klicken für eine virtuelle Kaffeepause, die zwar nicht mehr mit mir stattfindet, sondern mit der wunderbaren Förster und so einer Enrollment Coach. Was würdest du diesen Menschen sagen, die noch zögern, die noch ein bisschen unsicher sind, ob sie das tun sollen? Ich würde denen sagen, mach das. Mach das auf jeden Fall. Ich glaube, dass du
für viele Leute die Richtige bist. Nicht für alle, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Ja. Und es schadet ja nichts. Mhm. Also es schadet ja nichts, einfach mal auf den Knopf zu drücken und zu sagen, ich höre mir das mal an, ich schaue mir das mal an. Mhm. Das ist so wichtig, sich einfach wirklich auf den Weg zu machen. Und wenn sich das irgendwie wie das Richtige anfühlt, das ist kein... das ist the real thing. Also ich erlebe dich so. Das ist kein Marketing-Trick, was du sagst, sondern das ist einfach echt und lohnt sich. Und ich meine, dann kann es ja immer noch sein, man findet raus, es passt irgendwie doch nicht. Ja. Aber das kann man nur rausfinden, wenn man auf den Knopf drückt. Genau. Susanne, wo findet man dich im Internet? Für diejenigen, die heute interessiert sind an dein Thema und wissen möchten, wie deine Sache strukturiert ist online und wie dein Kurs aussieht, wo findet man dich? Und man findet mich über meine total smarte Webseite, die immer nur noch smarter wird, unter susanne-keck.de, ganz einfach. Susanne-keck.de. Susanne-keck.de, genau. Susanne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich bin mir sicher, dass es einigen Menschen wirklich weiterhilft in ihren Überlegungen. Ja, ich hoffe sehr. Es ist einfach, das Leben ist zu kurz, um es nicht zu tun. Mit den Worten schließen wir ab. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.